7 Fragen an. Ein Direktor der Universitätskinderklinik. Mein Name ist Heimut Omran. Ich arbeite hier an der Universitätsklinik in Münster und bin hier als Kinderarzt tätig, Leiter der Universitätskinderklinik, aber auch als Wissenschaftler und Hochschullehrer. Nein. Wie viele andere hatte ich viele andere Träume. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich jung war, unbedingt Meeresbiologe werden wollte. Ich hatte die Filme von Jacques Cousteau gesehen und fand es ganz, ganz toll, mich mit Fischen, Delfinen und anderen Dingen zu beschäftigen. Habe auch als kleiner Junge ein Aquarium gehabt und viel Freude bei der Fischzucht gehabt. Ich glaube, das Prägendste war, wie Eltern in schwierigsten Lebenssituationen, das heißt bei akuter Lebensbedrohung, mit diesen Schicksalen umgehen und dann zu sehen, wie sehr Familie, Liebe einem helfen kann, diese schwierigen Situationen zu meistern. Mit Offenheit und Zulassen von Gefühlen, Ehrlichkeit, Transparenz. Und dann ist man sehr erstaunt, wie offen auch geantwortet wird und wie viel Wertschätzung man auch dafür erfährt. Ich glaube, es gibt keinen Arzt, der nicht eine Situation erlebt hat, wo er sich hinterher gewünscht hätte, dass es anders gelaufen wäre. Ein Mensch, der, ich sag mal, zurückblicken kann und sagen könnte, er hätte nie etwas besser machen können, der hat aus meiner Sicht nie entschieden. Es ist bei mir so, dass ich in meinen Ambulanzen nicht darauf Rücksicht nehme, ob es Privat- oder Kassenpatienten sind. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es mit der privaten Krankenversicherung manchmal besser ist. Das heißt, es gibt manche Bereiche, die durch die private Krankenversicherung besser finanziert werden. Aber gerade in der Kinder- und Jugendmedizin gibt es viele Bereiche, die durch die private Krankenversicherung deutlich schlechter bedient werden. Das ist eigentlich interessanterweise gar kein Thema in der Gesellschaft, aber zum Beispiel die genetische Diagnostik wird regelhaft von der Krankenkasse bezahlt, von der privaten Krankenversicherung oft nicht. Und andere Beispiele, Kinder mit schweren Behinderungen haben es auch häufig viel schwerer, bei privaten Versicherungen Hilfsmittel zu erhalten. Die wunderbaren Menschen um mich herum. Ich denke, das ist das Wichtigste. Viel Spaß und auch wenn es manchmal schwerer ist, der Druck sehr hoch ist, gerade in der heutigen Zeit mit einem sehr hohen finanziellen Druck im Gesundheitssystem, ist es wichtig, dass man miteinander wertschätzend umgeht und dass man dann versucht, auch viel Freude zu haben. Und das ist schön und das klappt auch. Ich denke, was ich noch erreichen möchte, ist sicherlich das, dass man in der Lage ist, weiterhin mit einem größeren und stärkeren Druck weiterhin in der Lage ist, eine gute Medizin anbieten zu können, was im Bereich der Universitätsmedizin immer schwerer wird. Und gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, dass man es schafft, unter diesen Voraussetzungen weiterhin einen großen Teamzusammenhalt zu behalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir es schaffen, gemeinsam hier mit sehr flachen Hierarchien, mit jünger werdenden Mitarbeitern weiterhin in der Pädiatrie so erfolgreich für die Menschen da zu sein.